Im Süden Hessens liegt der Odenwaldkreis. Gerade einmal 100.000 Menschen leben hier auf einer Fläche von mehr als 620 Quadratkilometern. Damit ist der Landkreis der bevölkerungsärmste in Hessen. Wegen seiner etwas abgelegenen Lage sind Immobilien im Odenwald deutlich günstiger als in den Ballungsräumen drumherum. Dafür ist die Verkehrssituation aber schwierig. Ohne Auto kommt man hier nicht von A nach B. Die Bevölkerung auf dem Land wird immer älter, junge Leute zieht es in die umliegenden Städte. Und das sind die wichtigsten Themen für die Menschen im Landkreis. Was immer auf so einem Landgebiet schwierig ist, das ist, dass die Jugend wenig Treffpunkte hat. Ich habe das Gefühl, Odenwald stirbt aus. Ne? Also es gehen so viele Schüler weg und man macht hier im Odenwald fast nichts. Ich bin selber als junger Mensch hier weggezogen, weil es kaum Angebote für Jugendliche gab. Wenn ich so in die Zukunft meiner Kinder denke, hoffe ich, dass es mir Angebote geben wird, damit meine Kinder nicht weggehen müssen. Was man ja auch sieht, ist eben, dass viele Geschäfte dicht machen. Also da wäre die Frage, was man da tun kann, dass einfach hier mehr kulturelles Leben ist, Geschäftsleben ist, damit es auch Spaß macht, hier zum Beispiel in den Urlaub hinzufahren oder so. Das ist bei uns im Odenwald generell, ne? Wie das auch alles zustande kommt, eben durch die Arbeitsplätze, bei uns wird auch immer alles weniger, die Leute müssen in die Stadt fahren. Alle Geschäfte gehen zu und das ist auch ein sehr großes Problem. Ich habe das Gefühl, im Odenwald werden die nachher die Kühen weiden, alles grün und das stirbt aus. Jobmäßig ist es auch im Kreis Odenwald nicht so dick bestückt, das kann man sich vorstellen. Ne? Das ist begrenzt. Da könnte man sich Gedanken machen, ob man nicht irgendwas ansiedeln kann, dass es noch Arbeitsplätze gibt. Die Odenwaldbahn noch weiter ausbauen, damit Pendler eben in Halbstundentakt weiterfahren können. Das finde ich das Allerwichtigste, damit die Leute nicht wegziehen wegen der Verkehrsanbindung. Den Odenwaldkreis in die Zukunft steuern wollen diese Kandidatinnen und Kandidaten. Der amtierende Landrat Frank Matsiaske von der SPD, Andreas Rotzinger, CDU, Petra Neubert von den Grünen und Andreas Wagner, der nicht auf unsere Anfrage reagiert hat, als unabhängiger Kandidat. Und das wollen sie zuerst verändern. Liebe Odenwälderinnen, liebe Odenwälder, die letzten 6 Jahre haben wir unheimlich viel gemeinsam erreicht. Jetzt heißt es dranbleiben. Wir entwickeln gemeinsam den Odenwald weiter. Ich möchte den Odenwaldkreis sicher durch die Krise leiten und Vertrauen in die Kreispolitik wiedergewinnen. Es geht um die Bewahrung der Kulturlandschaft und Modernisierung. Wir müssen uns den Herausforderungen der Digitalisierung stellen. In der Bildung, im Gesundheitswesen, für die Bürger und die Wirtschaft diese annehmen und erfolgreich umsetzen. Die sofortige Umsetzung unseres Odenwälder Klimaschutzprogramms und die Einrichtung einer Corona-Taskforce mit den gesellschaftlich und politisch Verantwortlichen vor Ort werde ich als allererstes anpacken. Hier wird am 14. März einziehen, wer wohl die überzeugendsten Lösungen für die Themen leere Innenstädte, fehlende Arbeitsplätze und Verkehr hat.